Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Runde hier bei Knastromantik. Nein, natürlich bei Prison Architect. Unsere Gefangenen wollen langsam ein bisschen Privatsphäre, denn wir haben sie ja hier alle schön in diese gemeinsame Auffangzelle hier gescheckt. Und wenn nachher die neuen Leute kommen, dann brauchen wir hier natürlich auch noch ein paar Betten, die wir jetzt hier auch noch reinziehen. Sind So. ihre ganzen Klamotten einfach so auf dem Boden rumliegen lassen. Und damit auch erstmal Hallo auch mal von mir. Ja, der gute Rick ist auch wieder mit dabei. Und damit die nicht alle jetzt hier immer auf dem Boden liegen, haben wir hier oben jetzt unsere tolle Wäscherei auch gebaut. Ich muss mal gucken. Wir haben Hast du die inzwischen Wäscheständer nicht eigentlich mal alle an die Wand gestellt gehabt? die hier. Die Ja, die standen doch stehen. einmal. Nee, die Ja. Wäscheständer. Ach so, die Nee, hier. der Körbe, was das sind. Die Die standen Körbe. doch ursprünglich mal alle an der Wand. Ja, die werden alle hin und her Jetzt rennen sie alle geführt. hier mit ihren Betten rum. Sieht ein bisschen aus, wie wenn eine Ameisenkolonie meine Betten geklaut hat. Ja, sieht echt lustig aus hier, so die Gemischtes Bettkolonie. Bettenlager macht wieder Sale. Ja, es geht jetzt. Wir haben 6 Uhr am Morgen und Da gibt es die Betten noch billiger, ja, da genau. gibt es die Betten insgesamt billiger. Hier drüben gibt es auch schon lecker Frühstück. Die kriegen ein Frühstücksbuffet, das kriege ich im Hotel nie. Doch im Hotel schon, aber zu Hause nicht. Ja, das ist, wenn man auch der halbe Morgen irgendwie auf dem Sofa liegt und sagt, Frau, mach mir Essen irgendwie, dann ist mir Da ist schon auch klar, keine dass ganze das. Küche, die für mich hier im Buffet herrichtet. Das ist doch. Okay. Wir haben inzwischen, so viel zum Thema Knastromantik. Wir haben hier unten unser Besuchszentrum, ist inzwischen schön fertig hier. Das heißt, heute kommen die ganzen Omas und so weiter kommen vorbei und schauen mal, wie unsere Knastbrüder hier denn leben. Das sind wir natürlich auch. Momentan noch echt verdammt gut. Ja, ich bin auch echt begeistert. So, Da hier könnte man sich fast oben. überlegen, ob man das mal besuchen kommt. Ja, hier oben haben. Oh, wir brauchen hier noch einen Eingang. Stimmt, dann machen wir. Das hier war unser. Zwinger, glaube ich, wollte es da reinmachen. Wobei Ja, wäre für mich vielleicht auch ganz Zwinger eher klasse, weiter hinten. so Oder. sechs Bettzimmer reinmachen. Nee, Zwinger ist für die Hunde, nicht für die. Ja, das ist mir auch klar, aber da oben rein, in diesen Gitter dann, da könntest du eigentlich mal ganz schön so Mini-Gemeinschaftszellen reinmachen, nur so sechs Betten oder so. Ja, die wollen ja eigentlich alle ihre Privatsphäre haben. Moment. Die sollen sich nicht so anstellen, die sitzen im Knast und nicht im Hotel. So, hier brauchen wir noch eine Gefängnistüre, damit das Ganze schön gebaut werden kann. Ich finde diese Tischsäge da unten so geil. Welche Tischsäge? Ach Die man so, unten bauen kann. ja, die kommt jetzt Baumelke auch dann Tischsägen. demnächst. Die In die möchte ich. Schreinerei rein, oder? Ne, ja, genau, die möchte ich dann hier in die Schreinerei reinbauen. Oh, und die ist eigentlich ja auch schon fast fertig. Das heißt, hier können wir schon den Strom reinleiten. Und dann wird es jetzt hier problematisch, weil aus der Schreinerei nehmen sie natürlich gerne irgendwelche Sachen mit. Kann man ja Musst du immer mal eigentlich. gebrauchen, so eine Feile oder so, also. Wobei, du hast noch gar keine Fenster, da lohnt sich die Pfeile gar nicht. Ja, aber unsere Knaschtis scheinen gern hier zum Trainieren. Dann werde ich hier vielleicht auch noch mal so eine Gewichtheberbank Die liegen hinbauen. immer noch in Handschellen. Ja, das Hier, Problem die von der ist, Razzia. die haben eigentlich eine Bestrafung bekommen. Aber das Problem ist, Ja, da kannst du aufklappen. Geh da mal drauf, ich glaube, da kannst du wieder draufklappen. ja, aber ich kann sie noch nicht bestrafen, weil ich habe noch keine, Dauert die ja, ich habe Bestrafung noch keine aufklappen? Isolierung. Ah, okay. Ja, du kannst auch abriegeln lassen, das ist auch schön. Ja, schauen wir hier, was können wir hier noch ein bisschen? Wir können die Gartenpflege noch ein bisschen schön machen. Die Damit wir das Gefängnis ferngesteuerten noch schöner kriegen, oder wie? Türen. Lässt Vielleicht deine solltest du mal Wachen eine in Patrouille Räumen einführen. stationieren. Schmuggel. Ich überlege, ob ich eher jetzt in den Bereich Geld gehen soll oder ob Wie viel ich hast du denn? ein bisschen in Gesundheit gehen soll. Kohle ist sollte im Moment gerade. Ja, gut, 10.000 sind nicht ganz so viel, wenn man jetzt hier Räume bauen will. Ah! Ist das daneben dran dein monatlicher Verdienst, oder? Das hier ist im Moment Was so gerade, was aussieht wie der ich DAX. täglich bekomme. Genau. Ja, wollte ich jetzt sagen, sieht aus ein bisschen wie der DAX. Ja, ein bisschen müssen wir da jetzt sparen. Wir warten jetzt am besten noch, bis die neuen kommen. So, hier bauen wir eine Wand rein. Und der Tunnel Raum. verhüllen, das klingt ja auch klasse. Was? Wo? Tunnel verhüllen im Baumodus. Ja, das ist, wenn wir Tunnel nachher finden.
So, und hier bauen wir eine Isolierzelle rein. Jetzt lassen wir unseren armen Arbeiter hier mal wieder rauskommen. Wir öffnen einfach mal für ihn die Tür. Danke! Kann geschehen. Endlich kann ich wieder nach Hause gehen. Sitzt seit 5 Wochen hier unten drin. Ja, das soll ja auch nachher die ganz schlimme Isolierzelle werden. Da kommen nur... Muss von Wänden umrandet sein. Und ohne Fenster und... Ja. Ja, die Isolierzelle... Was so ein bisschen fehlt, ist noch die Gummiauslegung drumherum. Ja, das soll ja da drin auch nicht gemütlich sein. Also, nee, du musst doch so einen Trampolin auf den Boden stellen, alles mit Gummis auskleiden. Das ist schon eine Gummizelle. Warte, ich kann mal gucken, ob wir da irgendwas Schönes haben. Wir hätten hier so einen schrillen Marmor. Du kannst da Gras reinpacken. Ja, aber ich glaube, ich nehme einen Metallboden. Ganz, ich nehme einen Metallboden, das ist so richtig. Asphalt, Dreckboden geht auch. Unangenehm für die ist. Ja, Dreckboden kannst du auch reinmachen. Wir wollen ja das Ganze nicht. Für alle, die das Spiel zum ersten Mal spielen hier, Klonen geht folgendermaßen, indem wir hier mit der rechten Taste das auswählen und dann einfach dahin setzen, wo wir es haben möchten. Zack, hier, hier. Man kann aber also auch größere Flächen klonen. Ja, aber bis ich rausgefunden habe damals, dass das mit der rechten Taste schön geht, waren schon die ersten 20 Folgen vorbei. Ja. So. Du hast übrigens jetzt gerade oben eine Doppelwand gebaut, warum auch immer. Ja, weil die Wand hier blöd gesetzt ist. Ich müsste entweder alles nochmal um eins nach oben ziehen oder ich mache ihm, komm, dann kriegt er hier eine Isolierzelle Spezial. Genau, der kriegt sogar eine Toilette, wenn er seine 3 Stunden da drin hocken muss. Nein, kriegt er nicht. Hals an oder mach. So, Isolationszelle, das müsste reichen. Muss das bestrafen? Das ist doch schön. Die schwere Bestrafung ist, die leichte Bestrafung ist die Isolierzelle. Die schwere ist, die danach wieder sauber zu machen. Da kommt der Hausmeister nur einmal im Jahr rein. Da stehst du danach. So, Scheiße, unser Modus ist normal. Das heißt, wir können unsere hier jetzt endlich bestrafen. Na endlich, endlich. Sie warten schon seit Jahren auf ihre Bestrafung. So, Bestrafung 6. Nicht Bestrafung 6, sondern Bestrafung 6 Stunden. Achso, so weit ist es auch schon. So, und unsere Wachen holen sie schon entsprechend ab. Oder auch noch nicht. Nein, es acht, die 9 Gefangenen kommen an. Ja, sehr schön. Dann sollten wir vielleicht langsam und hier unten warten schon die, wie soll ich sagen? Die Familien, damit sie endlich hier auch ein bisschen das Ganze abbekommen. Gut, fangen wir an mit den Zellen. Es wird ja auch langsam Zeit, dass die hier auch ihre einzelnen Zellen bekommen. Und dementsprechend mache ich immer wieder hier, guck, der möchte seine Familie hier besuchen. Wie viel Platz brauchen die eigentlich überhaupt für eine einzelne Zelle? 3x2. 3x2. Wobei ich für die bösen Jungs gehe ich sogar noch einen Schritt weiter. Die kriegen größere Zellen. Die kriegen größere Zellen, weil bei denen baue ich Toilette und Dusche gleich mit rein. Jetzt schauen wir mal, wie viel wir brauchen. Das hier ist unfair. Eins. Die kriegen ein eigenes Badezimmer. Okay, wir machen es einfach mal in der Größe ungefähr. Und dann für so, bauen wir mal so für 3000 Euro. Das sollte eigentlich für den Anfang mal okay sein. So, hier wird der erste schon abgeführt in die Isolationshaft. Und ich würde eigentlich gerne mal, jetzt geht's schneller. Irgendwie. Also ich habe das Gefühl, jetzt geht's ja deutlich besser. So, Forschung. Stationierung, Schmuggel, irgendwas hat doch noch gefehlt für die... ich muss die Stationierung erst noch wählen. Okay, dann nehmen wir die rein, damit ich hier nämlich die Arbeiter auswählen kann. Und unsere neuen Häftlinge genießen gleich mal die kulinarische Küche hier. So, jetzt möchte ich hier noch ein bisschen 1, 2, 3, dann kommt die Tür.
Okay, sieht eigentlich ganz gut aus. Obwohl ich das ehrlich gesagt nicht so gern mag, wenn die Zelle insgesamt so nah am Zaun ist. Weil wir dann natürlich sehr, sehr schnell irgendwelche Freunde des Ausbruches haben. Okay, aber es sieht gut aus, so von der Konstruktion her. Wir brauchen noch eine große Tür. Also 1, 2, 3 ist die Zelle plus 1 für die Wand. Das heißt, meine Tür sollte, wenn möglich, hier sein. Da wird sie auch Dieser schon. kleine Arbeiter, der gerade die Türe reinträgt, ich feiere das immer noch. Das sieht immer noch aus wie die kleinen Ameisen immer. Ja. Ich feiere das hier eher, wie die ja, Verwandten eher probieren, hier aus dem Knast wieder rauszukommen. Die sind Und direkt irgendwie mitgefangen, wenn gerade ihr kein reinkommt. Personal ist, weil der eine macht hier gerade Pause und der andere geht gerade in Pause. Tja, das ist dann Ach nee, das wohl. ist der Hausmeister. Die dürfen sich wieder freikaufen. Das hast du nur vergessen, denen zu sagen. So, und die gehen gerade nach Hause. Und jetzt muss er hier auch noch aufschließen. Dass deine Wände hier auch schon wieder direkt vom Moos bewachsen sind. Das ist schon echt kaum gebaut, schon zu. So, die Tür lassen wir mal noch offen. Und dann brauche ich eine schöne Betonmauer. Und jetzt bauen wir hier die einzelnen Knastzellen. Das heißt, wir haben hier und nach oben drei, so einfach die minimalste Ausstattung. Dann eine Zelle rein. So. Und jetzt brauchen wir hier ein Bett, Einrichtung. Das Bett trennen wir. Als Luxusgegenstand kriegt jeder einen eigenen Fernseher drin. Was? Ja, wir sind hier ein ganz nobles. Und Hast du natürlich schon. noch die Toilette. Die kommt auch noch hin in die Zelle. Und Was ist vielleicht denn bei wäre der es auch noch. Bundeswehr? Die kriegen jetzt auch alle neue Fernseher. Echt? Okay, und die jetzt brauchen wir noch die Wasserversorgung. Da brauchen wir ein bisschen größeres Rohr. Und das führe ich hier eins neben dem. Nicht, dass sie sich da komplett irgendwie reinbohren und macht das Ganze von hier aus mit der Wasserversorgung einmal. Und die Stromversorgung machen wir über den Gang. Wie viel habe ich noch an Strom? Ich muss immer ein bisschen. Ah, da ist noch genügend. Okay, also das hier ist so die Grundzellenausstattung, die wir jetzt hier drin haben. Oder gefällt's dir? Was Ja, sagst? ist eigentlich sehr schön. Ja, alles, was er braucht. Der erste kann jetzt gleich dann mal einziehen. Und durch die schmalen Gänge, die wir hier eingebaut haben. Oh, stimmt, ich will noch. Wenn das jetzt hier fertig ist, wieso läuft das hier nicht? Ach, ich habe noch keinen Sicherheitsschiff drin. Okay, dann brauchen wir noch ein zusätzliches Büro. Das hier ist ja eh außerhalb. Dass die alle offene Gänge haben, du hast ja gar nicht diese. Für amerikanische Gefängnisse eigentlich ganz typischen langen, dunklen Betongänge. Ja, die sind ja hier innerhalb des Ja, Gefängnisses nee, aber drin. so, das gibt es ja teilweise, kommst du rein und du siehst nie, wie das Tageslicht, weil du immer durch dunkle Betongänge gehen wirst. Ja, guck, ich habe hier so sogar so ein inneres, wie nennt man das? Inneren Garten schon fast. Muss das Ja, nächste noch einen inneren Garten hier, den Landschaftspflege? Park. Nächste Landesgartenschau ist bei dir im Knast. So, das hier sind drei, vier und noch ein zusätzliches. Dann wird das hier das Büro für unseren Sicherheitschef. So, und dann müssen wir auch hier mal wieder den Zaun ein bisschen größer machen. Oh, ich hätte am Anfang gleich das alles ordentlich machen sollen, aber ja, man weiß es ja nie. So, hier nach oben. Du kommst aber auch echt immer näher an die Straße ran. Also, vor allem, was ich aber echt klasse finde, das Spiel hat ja echt dermaßen Potenzial. Also, Ja. da kannst du noch so viel mitmachen. Ich bin ja echt gespannt, wann es eigentlich gibt, dass denn die Fluchthelfer an der Straße angefahren kommen mit ihren Muscle Cars, reinrennen, die rausholen, mit Muscle Cars wieder wegfahren. Ja, wir werden hier noch rund um den Anliefer- und Knastbereich werden wir hier auch noch ganz spezielle Türen einbauen. Und zwar habe ich hier beim Einrichtung auch sogenannte Straßentore, die ich hier komplett rüberziehe.
Und ja, wo dann halt eben auch nochmal ein bisschen mehr Sicherheit geben. Ja, musst du dann halt immer einen für einen stellen, der die ganze Zeit auf und zu macht, oder? Ja, genau. So, hier nehmen wir mal Du wieder ein kannst mir bisschen. sogar extra sagen, hier Gebäude reinigen. Das ist auch schön. Ja. Ist auch dringend notwendig. So, wie weit sind wir hier? Unser Büro. Wir brauchen noch hier eine Betonmauer. Ah, ich habe die falsche Mauer genommen. Na, dann machen wir es nochmal ein bisschen schöner. Zack, zack. Und auch hier. Dann bekommst du hier ein Büro. Wo ist das Büro? Ich finde immer diese Gebäude meistens nicht so. Und beim Personal nehmen wir jetzt den Sicherheitschef. So, er freut sich natürlich über sein leeres Büro noch und braucht natürlich auch seinen Aktenschrank. Ich hätte es eigentlich direkt klonen können wieder. Ja, Schrott! eigentlich schon, aber Naja, es ist immer alles geht so ja schnell. einheitlich, es ist immer sehr langweilig. Ja, wenn du möchtest, du darfst gerne auch eins machen. Ich gebe dir das Spiel gerne mal hier im Family and Friends, dann. Ja, möchte ich mal dich bei deinem Ameisenhaufen sehen. Du, ich habe jetzt in letzter Zeit mit ein paar anderen Projekten noch was. Echt? Ich will Okay. aber noch nicht spoilern, darf ich noch nicht, habe ich Ja, gesagt. habe ich dir ja Wurde mir verboten, vorher den. verboten. Genau. Und du weißt mit was? Mit Recht. Ja, wenn nicht, säße ich auch bei dir im Knast. Ja, ich möchte ja hier nur deine Zukunft so ein bisschen zeigen. Ja. Was alles passieren kann. Und unsere Stationierung funktioniert inzwischen. Das ist schön. Weil jetzt können wir nämlich definieren, wo dürfen sie hin, wo dürfen sie nicht. Also beispielsweise Personalraum. Ganz blöd, wenn da unsere Gefangenen reingehen. Deswegen sperre ich den ganzen Bereich hier einfach mal komplett für Gefangene. Also nur für Personal, nur Personal darf hier reinkommen. So, Arbeitsplätze. Hier, 20 Jobs, die wir sofort hier vergeben. Und jetzt sind nämlich unsere Gefangenen. 20 Jobs. Ja, und jetzt sind Aber wer nämlich. will einfach mit einer E-Mail uns melden? So, jetzt bin ich echt gespannt. Ich weiß nicht genau, blenden wir nachher die E-Mail-Adresse an, mal gucken, wie viele ankommen. Oder einfach an Twitter mit dem Hashtag Tails im Knast. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach, ich mach's nach Freischnauze. Das hier drüben wird der Hundezwinger werden. So, dann ziehen wir hier eine Mauer ein. Bin ich gespannt, ob ich den hier schön eingrenze irgendwie. Einrichtung. Ich brauche hier eine Personaltür. So, dann sollten wir natürlich das auch ein bisschen in die Forschung reinsetzen. Wo sind denn die Hunde? Wachhunde. Ach, die gibt es erst da hinten nach Patrouillieren. Dafür brauche ich 2000 Gold. Wie viel haben wir? Wir haben kaum mehr Kohle. Dann müssen wir jetzt doch mal ein bisschen schauen, wie wir Kohle kriegen über Subventionen. Unser Zellenblock. 20.000 bekommen wir als Vorauszahlung, 20.000 nach Abschluss. Dann würde ich sagen, bauen wir den. Da müssen wir noch 15 Zellen machen. Nehmen wir die Kohle. Und dann fangen wir hier unten an zu klonen. Also hier klonen. Jetzt wieder. Ah. Rechte Taste, wir wählen den gesamten Zellenblock aus und setzen 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, den hätte ich jetzt. Also 10 haben wir schon mal. Dann können wir das hier auch noch ein bisschen erweitern. So, bis ungefähr hier ran. Das ist mir alles zu nah am Rand irgendwie. Ich Du habe hast echt das auch Angst. irgendwie noch nicht so vorausdenkend gemacht, oder? Ja, ich muss auch noch ein paar andere Sachen dann natürlich nachher einbauen. Es gibt ja hier noch so schöne Sachen wie nachher Metalldetektoren. Aber die Hunde, die machen eigentlich einen echt guten Job zwischendurch.
Und ich würde auch nachher sagen, wir haben jetzt 19 Uhr. Heute Nacht gibt es wieder eine schöne Razzia. Schon wieder, die gewöhnen sich ja schon fast dran. Ja, die sollen sich nicht zu sehr dran gewöhnen. Es wird wahrscheinlich hier wieder Drogen und alles geben. So, dort oben machen wir noch den schönen Gruppenraum. Den wollten sie ja auch unbedingt haben. So. Und für einen guten Gruppenraum, was wird da nochmal gebraucht? Einrichtung? Wird mir irgendwie gerade nicht angezeigt. Ja, dann legen wir erstmal den Strom rein. Im Gruppenraum immer wahrscheinlich ein Bücherregal, würde ich sagen. Und nee, Billard und irgendwelche solche Sachen. Ich brauche die Versorgung. Ich brauche ein bisschen Strom drüben. So, legen wir hier den Strom durch. Und dann bauen wir hier drüben den bösen Raum zum Geldverdienen. Wo gibt's Geld? Ja, wo habe ich hier die Werkstatt? So, und hier brauchen wir Tischsäge, Hydraulikpresse und Tisch. Gut, würde ich sagen, Einrichtung, zuerst mal den Tisch. Dann machen wir zwei Stück auf diese Seite. Und dann machen wir hier zwei von denen. Zwei von denen. Und hier nochmal zwei von denen. Nein! Ich bin pleite. Das ist jetzt schon. Ja, ich habe nur noch 1100 Kohle. Mir dann sehr schnell. Ja, das geht recht schnell, wenn man hier halt eben schöne Kohle ausgibt. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwie Kohle kriegen können durch irgendwelches Gefängnispflege. Wartung frei, Gartenpflege, nein. Besuchsrecht haben wir doch schon. Ein Billardtisch, zwei Fernsehre, 5 Telefonzellen. 1, 2, 3, 4, 5. Passt. So, wurde auch direkt aus unserer To-Do-Liste wieder rausgenommen. Das heißt, wir haben die Kohle direkt abgesandt. Aber du verdienst wirklich jetzt gerade 1265 am Tag. Ja. Also es ist natürlich immer ungefähr, aber... Nein. So, Einrichtung. Ich nehme trotzdem noch den hier mit rein. Weil hiermit machen wir halt richtig Geld nachher. So, und die brauchen natürlich richtig ordentlich Strom, wenn ich mich richtig entsinne. Dachte ich eigentlich, aber offenbar nicht. Ach, das, die Stromanzeige kommt erst, wenn die Sachen im Raum drin sind. So, es ist 10 Uhr, sie haben noch Freizeit. Dann kommt gleich wieder die Dusche. Und hier unten fällt noch ein bisschen das Wasser auf den Toiletten. Das ziehen wir auch noch schnell ein. So, einmal und da unten der Strom, Versorgung, Kabel ziehen wir hier durch. So, und dann ist es langsam schon echt nicht schlecht. Oder was denkst du? Ja. Ich bin begeistert. Den Zellenblock können wir dann weiter... Wasser fehlt halt noch. Das habe ich gerade gedacht. Also in der Anzeige irgendwie, irgendwas passt da noch nicht. Hier, mit Wasser? Ja, das schon. Ja, habe ich ja gerade reingezogen hier. Genau. Warte. Damit unsere Gefangenen... Also die werden trotzdem hier gleich hingucken. Der Fernseher wurde auch schon installiert. Zwei werden wahrscheinlich gleich umziehen. Dann hier in den Bereich... Aber es geht echt langsam irgendwie. Ich hatte das irgendwie echt schneller in Erinnerung. Die fünffache Geschwindigkeit. Das ist entweder irgendein Bug oder ich habe keine Ahnung. Ah, guck, und da unten kommt schon die erste Tisch, Kreissäge, whatever. Ah, noch ein Tisch.
So, und dann können wir dort oben nämlich auch die Schulung dafür einbauen. Stationierung, Arbeitsplätze. Also hier sind wir voll. Wir haben allerdings keine qualifizierten Gefangenen. War ja so klar. Das brauchen sie gar schon eine Qualifikation für den Knast. Also. Ja, ja, du, wenn du Hand in der Kreissäge drin hast, es gibt nur blöden Papierkram, also. Es muss nicht sein. Der war bei uns, der wollte gefoltert werden, der brauchte das. Ja, und diese Ausbildung kostet halt dann wieder richtig Kohle. Wie viel Kohle haben wir noch? 8000. Und die wollen 2000, dass wir die Ausbildung machen. Ah, ja. Dann bauen wir doch auch hier nochmal einen zusätzlichen Raum hin. So, 10 auf 11. Und das wird dann unser Putzareal, denke ich, oder? Ja. Ja, guck, hier kommt jetzt die Stromanzeige, das heißt... Das hat was, also... Cool. Die Kreissäge, oder was? Nee. Ich grüße an dieser Stelle mal eben kurz Jakob Müller und jetzt frag mal eben ganz kurz, woher? Woher? Auf Twitter, und zwar habe ich mich auf YouTube gerade eben gesagt gehabt, alles an Hashtag Tales im Knast und @GameWorkStudios und @TalesGame. Und gerade eben kam jetzt hier der Tweet von Jakob Müller, Grüße, hab's auf YouTube gelesen. Ja, Grüße echt? Zurück. Klasse. Freut mich. Ja, schöne Grüße. Jakob ist ganz netter. Er hat ja auch mich nochmal dazu erinnert, dass wir doch das Video unbedingt endlich mal online stellen sollen. Also, ja, hat uns dann nochmal hier angesprochen. Also, dass das jetzt jemand liest, hätte ich ehrlich gesagt jetzt nicht gedacht. Guck mal, hier unsere Einzelzellen sind jetzt hier. Oh, sie schlafen schon? Ja, dann herzlich willkommen, Razzia! Ich bin jetzt vor allem mal gespannt, wenn jetzt dann nachher das Video, oder nachher sage ich schon, in 3 Tagen, dann das Video rauskommt. Mal gucken, ob dann der Hashtag hier noch weiter gebraucht wird. Also ich sag's nochmal, Hashtag Tales im Knast, alles zusammengeschrieben. Na, gibst du wieder solche Sachen hier raus? Ja, wir packen es auch in die Beschreibung rein. Es interessiert mich jetzt, ob das wirklich Leute lesen. Na, klasse. Okay. So, also es wird fleißig hier durchsucht, die 2 Wachbeamten. Wir brauchen mehr Wachbeamte. Also ich sag immer, normalerweise so 10 zu 1 ist eigentlich immer eine recht gute Quote. Stimmt. 10 Wachmänner, ein Häftling. Genau. Was? Genau. Ich muss echt aufpassen, was du mir hier entgegenwirfst. Das ist ich find's mal so cool, dass du das alles immer so ganz... Nett, trocken, nett, ohne Nachfragen. Ja, das ist klasse. Ich sehe dich ja halt eben so als Mensch und so und nicht so irgendwie als Monster und du nutzt das gnadenlos aus. Tja, ich habe noch keinen Snickers gegessen. Oh, ein Hammer wurde schon gefunden. Ein Hammer wurde schon gefunden? Ja. Ich dachte, die Werkstatt ist noch gar nicht offen. Nein, aber der Hammer wurde wahrscheinlich irgendwo, irgendeiner von der Arbeiter hat wahrscheinlich was rumliegen lassen und die haben das halt ausgenutzt. Das ist ja echt der Hammer! Baumarkthammer. Das kennt wahrscheinlich eh keiner. Also. So, ich bin gespannt, ob wir morgen hier auch dann mal ein bisschen Ordnung reinbekommen. Aber hier unser Seitenmenü ist nicht. Aber es sieht dieses Mal bei der Durchsuchung sieht es echt gut aus. Also ich bin wirklich begeistert. Ah, hier noch ein bisschen Gift gefunden. Ja. Kann ja mal sein. Hier ist Blech und so weiter. Holz gibt es auch schon. Ich muss auch noch ein bisschen Platz finden, wo wir... Das mache ich wahrscheinlich jetzt mal hier oben. Ich habe das noch gar nicht ausprobiert in anderen Spielen. Und zwar gibt es hier auch die Baumschule. Ach, da müssen wir erst Gartenpflege machen. Okay, und dafür, dann setzen wir das doch mal hier auch noch rein.
und haben noch 5000 Kohle. Oh, jetzt wird aber einiges gefunden hier. Der gute Mann hier hat natürlich mal wieder hier seine Pillen und Drogen hier irgendwie versteckt. Dann hier ein Bohrer. Bohrer hat er auch schon. Ja, Bohrer ist natürlich auch blöd. Da muss nachher mal direkt nach Löchern suchen. Ja. Was ist das Ganze am Anfang? Eine Flasche Milch? Ja, darfst du gern trinken, weil es ist Gift. Das ist doch richtig freundlich. So. Wie sieht's hier aus? Das Feuerzeug hast du ihm auch abgenommen. Der arme Mann, wie soll er jetzt bitte schon rauchen? So. Irgendwie laufen sie hier gerade alle durch. Ein gutes Gebäude ist auch noch nicht ganz fertig. Da solltest du vielleicht mal einen Weg lang machen. Ich meine, die müssen ja auch hinten zu den Isolationszellen hinkommen. Das könnte vielleicht ganz praktisch sein. Hab ich hier. Hier ist ein wunderschöner Weg, der direkt nach... Ach, du meinst das Ganze noch ein bisschen fließen draußen? Ja, meine ich doch. Also richtigen Weg draus machen. Okay. Oder vielleicht... Ja, wobei, es ist ja eigentlich schon fast im Gebäude mit drin. Ja, es ist trotzdem außerhalb. Aber du hast recht. Da können wir, dass die ganzen hier ein bisschen schneller laufen. Machen wir hier schneller, ich habe Boden gebaut. Einen schönen Betonboden. Sehr schön. So, alles Kohle. Ich muss ja zahlen. So. Du hast oben übrigens zwei Warnmeldungen, sehe ich gerade. Ja, das ist jetzt, weil wir hier oben unseren Sicherheitsschiff haben. Die Gefahrenstufe ist low und fällt. Ja, das ist gut. Also es geht nachher hoch und wenn es halt eben hoch geht, dann sind sie sehr unzufrieden. Und das kann halt eben dafür sorgen, dass, wie soll ich sagen, dass es plötzlich irgendwelche Aufstände gibt oder ähnliches. Das wollen wir sehen. Ja, ich eigentlich noch nicht so schnell. Noch nicht? Ich meine, die ersten Kommentare bei YouTube haben jetzt schon gesagt, ja, wir sollen bitte die gefährlicheren Leute mit reinnehmen. Stimmt, den könnt ihr ja auch mal eben schnell vorlesen. Hier. Gehen wir ein bisschen auf Kommentare ein, weil sonst gerade nichts besser was zu reden. War heute irgendwie voll die Community-Folge. Seht ihr gerade? So, hier unser Gebäude ist schon auch nicht schlecht. Dann kann ich hier noch das Ganze noch ein bisschen vergrößern. 11. Genau, derselbe Jakob Müller meinte nämlich, 13, wir sollten auch noch ein paar härtere 15, Gefangene aufnehmen. Mal schauen, wie schnell die ausbrechen. Mal sehen, wer alles derselben Meinung ist. Ja, schauen wir erstmal. Ich muss jetzt hier erstmal mit der Geldnot ein bisschen überleben. Aber in 2 Stunden kommen schon die nächsten Gefangenen. Und es dauert zu lang die Durchsuchung. Das heißt, ich würde mir wahrscheinlich, wenn ich Kohle hätte, hätte ich mir jetzt auch einen... Ich frage mich ja echt, wie schnell jetzt die Entwickler werden, wenn es um die Intelligenz von den Charakteren geht. Das heißt, wenn du wirklich nur so ein paar wenige hast und die durchsuchen, dass sie dann irgendwie versuchen, an einer anderen Ecke auszubrechen. Du, die haben inzwischen das echt klug gemacht. Ach so. Da unten haben gerade ein paar Arbeiter Kabelrollen reingebracht. Die sahen gerade eben aus wie laufende Burger. So, da hinten. Also, ja, die haben es echt klug gemacht. Essen? Ja, die haben es echt gut gemacht und jetzt gerade im neuesten Update, nachdem einige sie jetzt so die perfekten Knechte irgendwie gebaut haben, wo sich komplett selbst verwalten und wo eigentlich gar nichts mehr passieren kann irgendwie, hat man jetzt an der Intelligenz von Gefangenen noch ein bisschen gedreht und Gefangene reingebracht, die überhaupt nicht mehr zufriedengestellt werden können. Also selbst wenn man total nett ist und alles für sie macht und so weiter, sind sie trotzdem immer da dran, halt eben irgendwie Stress zu machen. Oh, habe ich da gerade eben richtig gesehen? Der hier hatte eine Zange. Habe ich das gerade eben richtig gesehen? Der wird doch nochmal durchsucht. Ich muss auch mal gucken, was die Voraussetzungen sind. Dass der sich auch alleine durchsucht, das ist ja richtig geil. Nein, der wartet. Und ach so, der wartet da. Genau. Und ist ja auch nett. Ich warte mal eben, bis er gleich die Zange bei mir findet. Guck, und da haben wir schon die Zange gefunden. Wenn er sie auch so offensichtlich hier rumträgt. Das finde ich eigentlich echt schön, wie viel Wert doch eigentlich auch trotz dieser Art von Grafik doch auf das Teil aufgelegt worden ist. Ja, es gibt viele so Kleinigkeiten. Auch wenn sie nachher am Tunneln basteln sind, dann passiert es halt während der Nacht, dass sie plötzlich aus ihrer Zelle verschwinden. Also keiner im Bett liegt. Weil ja, sie halt gerade im Tunnel sind. Das sind ganz viele kleine Sachen. Ja, es sind dasselbe.
wie... Nee, doch nicht. Ja, und wenn du dann halt plötzlich Razzia machst, dann probieren sie ganz schnell wieder zurück in ihre Zelle zu kommen. Und so, ich glaube, das ist... Was mich jetzt mal echt interessieren würde, wenn du dann in das Versorgungsnetz gehst, ob du dann eigentlich noch die Tunnel sehen kannst. Nein, die Tunnel sehe ich immer erst dann, wenn sie entdeckt wurden. Ach so, schade. Ich dachte, die siehst du ja irgendwie so im Versorgungsnetz. Oder dass du dann irgendwie so in der Soundtextur einen ganz lauten Schrei hörst, wenn sie auf die nächste Stromleitung aufgestoßen sind. Also gurgeln, wenn sie Wasserleitung getrennt haben. So, ich baue mal hier hinten die Putzkammer ein. So, und dann können wir nämlich hier auch noch ein bisschen die Leute hier stationieren. Arbeitsplätze. Bei Werkstatt können wir immer noch keine machen, ne? Nee. Doch, sieben. Ja, doch, wir haben aber keine qualifizierten. Ja, weil hier oben unser Schulungscenter ist noch nicht ganz so weit und ich habe einfach gerade keine Kohle mehr. Aber, ja, wir sind leider pleite. Aber ob wir da jetzt rauskommen, ob wir das Ganze irgendwie noch schaffen hier, das sehen wir dann in einer der nächsten Folgen. Hier kommen nämlich schon die nächsten Gefangenen. Das war der Tag heute. War wieder richtig spannend. Unser Gefängnis wird langsam schön groß. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Von dir wahrscheinlich auch, Rick, oder? Ja. Und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge hier bei Prison Architect, dem wohl romantischsten Knast der Welt. Bis dann, ciao, aber ciao. Natürlich doch, ciao.